Basis Videostudio präsentiert. Landeskampfrichterreferent Franz Ippisch teilt hier die Kampfrichter ein, wer welchen Finalkampf zu leiten hat. Die Kampfrichterreferent Franz Ippisch teilt hier die Kampfrichter ein, wer welchen Finalkampf zu leiten hat.
Wie heißt du? Martina. Wie noch? Nein. Und die Filmteil Kampffläche 2, die Damen. Und los geht's auf der Kampffläche 2 mit den Katermannschaften der Damen. Ja, das ist mal ein sehr interessanter Einlauf. Die Kata ist beendet und beim Ausmarsch nehmen die Damen auch die Abkürzung. Interessant, interessant. Ja, warum nicht mal was Neues?
und die Entscheidung durch unsere Kampfrichter. Antenne! 15:0. Den blauen Rücken Philipp der Karnauer Spielvereinigung Höhenkirche. Auch mit Kampfläche 2 die Damen Lisa Kirchner, DSV Erding. Mit dem roten Rücken Martina Resch von der KG Pui. Mit dem blauen Rücken in Vorbereitung Kampfläche 1 Alexander Drechsel, rote Rücken Nomaka Kurashi, blaue Rücken in Vorbereitung auf Kampfläche 2, Laura Sickel, rote Gürtel, Mona
Ah ja.
Und da gibt es auch nicht einer. Jetzt die Kinder. Tja, meine Damen und Herren, ein spannendes Finale schaut anders aus. Yeah!
2, die Dame plus 68 Kilogramm. Claudia Deppel im Ladezentrum, der Sprung mit dem roten Gürtel, Lena Malt, Tempen mit dem blauen Gürtel. In Vorbereitung auf Wettkampfläche 1, Komitee Teammeisterschaft der Herren mit dem roten Gürtel, die KG Kiepgau München, mit dem blauen Gürtel der KG Bayerische Verwaltung. Auf Kampfläche 2, Komitee Teammeisterschaft die Dame, roter Gürtel KG Bayern, blauer Gürtel KG Basel und Wilhelmshofen. Sieger auf Kampfläche 1 durch Aufgabe Johannes Kröpfding von Karate Club Oldenburg, Oberbayern. Kampfläche 2, der letzte Kampf bei den Damen. Die KG Bayern gegen die KG Grasbrunn-Hilbertshofen bei roten Gürtel. Grasbrunn-Hilbertshofen blaue Gürtel und die Siegerin auf Kampfläche 2 durch Aufgabe Lena Malsch aus Kempten. Thank you.
Nathalie. Fuß, komm!
liebe Martina aus Straubing, vielen Dank, das hast du hervorragend gemacht.